Schaut euch auf keinen Fall einen Anime mit dem Titel Pupa an, okay? Dieser Anime ist so falsch auf so vielen Ebenen, dass allein schon das Intro bei mir für anhaltende Schäden gesorgt hat. Als wäre Boku no Pico nicht schon schlimm genug. Mein kleiner Backer-Bitch-Kumpel kommt also wieder an und meint so: Bro, ich hab den perfekten Anime für dich. Und ich so: Bitte, verpiss dich einfach. Nach der Aktion mit Boku no Pico School Days und Icon will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, Mann. Auf MySpace habe ich dich auch schon geblockt. Und er darauf so: Dieses Mal ist es anders. Dieser Anime ist einfach nur yay. Und da hatte er mich. Wie soll ich sagen? Kurz zusammengefasst: Eine Folge, 3 Minuten, eine kleine Schwester im Park, eine alte Olle in Schwarz mit der Katze im Arm, irgendwelche roten Backer-Fucking-Schmetterlinge. Sie fällt aus heiterem Himmel in Ohnmacht und Mama Mia ist auf meiner Seite. Und plötzlich kommt da so ein Horn aus ihrem Bauch raus. So ein scheiß Horn wie in einem Einhorn, wie in Barbie und die drei Prinzessinnen. What the fuck? Und dieser Teddybär in ihrer Hand gibt ihr den krassesten Pedo-Smile ever. Und alles scheint wie einem fucking Albtraum. Der Anime an sich ist ein fucking Albtraum. Und dieser arme Hund, der plötzlich... What the fuck? Der arme Hund, oh mein Gott, der arme Hund, der arme... Und ehe man sich versieht, wird die Schwester aus dem Nichts zu einem Monster. Oh ja, einem Monster wie in Monster AG und wie dieses eine Joghurt der Monsterbacke oder wie das Haira. Und die Folge ist dann auf einmal fertig. Ja, 3 Minuten komprimierte Hirnpenetration. Für was? Für nichts. Ja, für nichts. Hier geht es straight zu 3 anderen Fingerweg-Videos. Und Freunde, like meine Facebook-Seite. Link in der Beschreibung. Wow! Shit, oh fuck. Meine Rippe. Oh, das war nice. Das war richtig nice. Ja, das war richtig nice. Monsterbacke tut, Monsterbacke gut.